In Momenten des Lebens, wenn unsere Seele weint und wenn das Leben leblos scheint, wenn uns Sorgen und Ängste bedrücken, dann verhalten wir uns oft so wie der kleine Vogel, der im Frühjahr in unser Wohnzimmer geflogen kam durch die offene Terrassentür, wie wild an der Decke Kreise zog und dann in dem Bemühen, wieder nach draußen zu gelangen, die Tür verpasste und mit lautem Knall gegen die Scheibe prallte. Und dort haftete er dann mit seinem Schnabel dicht an der Scheibe und damit an seinem Problem, bis er letztendlich irgendwann kraftlos zu Boden sank, ich ihn aufheben konnte und ins Freie setzen durfte. Im ersten Moment dachte ich, wie doof. Er hätte doch einfach nur mal ein paar Zentimeter von der Scheibe wegfliegen können und hätte dann die offene Tür gesehen. Und der zweite Gedanke war, ich mach's oftmals genauso. Wenn ich in einer Krisensituation hänge, wenn ich Probleme mit mir rumtrage, dann hänge ich auch, bildlich gesprochen, mit meiner Nase vor diesem Problem und bemühe mich mit aller Kraft, da rauszukommen. Was mir oftmals nicht gelingt, dann hänge ich wie der kleine Vogel kraftlos am Boden. Und ich denke, in diesem Moment ist es ganz wichtig, mal einen Schritt zurückzutreten, nach links und rechts zu schauen und auch nach oben zu schauen und auf Gott zu blicken und frischen Wind in unser Leben reinzulassen, nämlich Gottes frischen Wind, und neue Ideen zu bekommen, durch ihn Ruhe zu finden und neuen Frieden in unserem Herzen und auch die Freude wiederzufinden, wo nur Freudlosigkeit zu herrschen scheint.